So, hallo und herzlich willkommen zu Q Ahead in Time. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen ruckelig, deswegen mache ich hier gerade so einen Schwenkflug, weil ich dann hoffe, dass er ein bisschen Input kriegt, logischerweise. Input, Output, ne? Ja, wir kümmern uns heute um Akt 3, die Stimmung sinkt. Ja, das Finale. Und ich lasse mich echt mal überraschen, was das wird, weil das Bild ist einfach schon wieder so genial. Ich muss es einfach sagen. Ich nehme das, glaube ich, auch als Thumbnail. Die Stimmung sinkt. Die arktische Kreuzfahrt. Ja. So. Ist jetzt instant das Level? Nee, okay, ist noch nicht. Unhappening. Out. Ist das euer. Verdammter Ernst? Hallo. Kling. Alter, ist das wieder so eine Kletteraufgabe hier. Okay, nee, Moment. Ich glaube, ich habe gerade ein bisschen verhauen. Ich glaube, ich soll. Ach so, nee, warte, das hatten wir ja schon. Stimmt ja. Ich wollte da hinten mal rauf. Genau, das war das. Das war los. Ich wollte hier irgendwie noch höher kommen. Ob ich überhaupt hier noch höher komme, ich weiß es noch nicht. Ich guck mal. Oh, Entschuldigung. Ich kann zwar mit allem rechnen, ne? Aber nicht, dass ich niesen muss. Okay. Ich habe so das Gefühl, hier noch höher zu kommen. Ist auch so eine Sache der Unmöglichkeit. Höchstwahrscheinlich kommt man eher tausendmal runter als hoch. Okay, ich gehe nochmal hier durch. Zum Glück haben wir die Zittertüren nicht mehr. Ich weiß nicht, woran das lag übrigens. Ich guck mal, ob hier an der Seite vielleicht irgendwo was ist. Es gab ja, glaube ich, eine Seite, wo man. Genau, da drüben. Ist da was? Hä? Tatsache, da ist ein Risstoken. Wow. Und ich riskiere hier hart gerade die Grenze des Levels. Okay. Jetzt haben wir das aber. Nach oben komme ich hier ja auch noch nicht ganz. Also. Ich muss schon sagen, die Musik ist auch übrigens ganz stimmig. Mal abgesehen davon. Ja, man muss ja auch ein bisschen herumschleimen, ne? Oh. Man sollte nicht nach einem Doppelsprung verlangen, wenn man einen Doppelsprung schon ausgeführt hat. Okay, nee. Okay. Kann ich vielleicht einfach hier herumtricksen? Nein, kann ich nicht. Ach, komm schon. Gut, wir können auch. Wenn wir mal den richtigen Hut genommen hätten, gerade einfach hier uns hoch manövrieren. Ich glaube allerdings, zu meinen. Moment, wo war das jetzt? Ich glaube noch eine Etage tiefer. Okay, nee, ich glaube, hier sind wir wieder falsch. Out. Ich muss jetzt gerade mal herausfinden, wo ich eigentlich gerade hin will. Ich will doch wieder zum Oktopus. Oder war der noch weiter unten?
Warte. Da ist oben. Ich glaube, der war noch weiter unten. So, like im Maschinenraum und so, ne? Macht halt auch Sinn. Irgendwo. Genau, hier war das. Excuse me. Bisschen herumgezappelt. Weil man halt nicht immer alles... Nein. Ich glaube, ich sollte einfach alle wieder auf den Originalstand. Okay, das war einfach nur leuchtend, weil... Leuchtend. So. Weil einleuchtend. Okay, nee, Spaß. Denn man kann tatsächlich mit dem Teil auch reden, habe ich gehört. Oder auch nicht. Okay, ich wurde wieder angeflunkert. Es hieß, man könne mit ihnen reden. Ich glaube, mich wollen einfach nur die Leute... Entschuldigung. Mich wollen die Leute einfach nur immer anflunkern. Gut, ich guck mal, was ich noch sonst so für Möglichkeiten finde hier. Vielleicht gibt es ja doch noch irgendwas, was ich nicht bedacht habe. Okay, ja, ja. Gut. Dann gehe ich mal hier durch die Kapitänskabine. Nach draußen. Setz die richtige Mütze auf. Lass mich nach oben katapultieren. Und stelle fest, dass ich hier rauskomme. Okay. Dahin will ich quasi, aber halt in höher. Oh, Moment. What? Oh, ist ja genial, aber halt verdammt schwer. Ja. Sag mal, willst du mich eigentlich gerade komplett veralbern? Ja, klar. Reib es mir noch unter die Nase, okay. Wie gesagt, ich hasse diese Fixkamera einfach so hart, ne? Okay. Jetzt haben wir keine fixe Kamera. Ich will aber auch nicht unbedingt nochmal baden gehen. Nein! Als ob das nicht geht. Ist so eine Frechheit, ne? Ist einfach nur eine Frechheit. Okay. Oder können wir eventuell tricksen? Es könnte funktionieren. Ah, okay. Da müssen wir aber auch verflucht gut dann springen. Also ich muss eh die Tiefenwahrnehmung nochmal üben für mich selber. Ich weiß, ich zögere jetzt quasi eigentlich nur noch das Level... Was war das denn jetzt für ein Move? Okay. Ich weiß, ich zögere für mich nur das Level hinaus und für euch auch. Aber ich will halt, ja, das Möglichste, was nur möglich ist, aus diesem Level holen. Und das heißt, wenn sogar sein muss, hier 1000 Mal hoch und runter hüpfen. Okay, das hat jetzt funktioniert. Jetzt muss ich hier in die Mitte... Und so lange diesen Sprung aufrechterhalten wie nur möglich, denn ich habe keinen Bock, hier zu failen. Oh, endlich. Christ-Token. Juhu. Und eins möchte ich jetzt machen. Einfach eine Hoffnung. Nein, es geht halt echt nicht. Es geht halt echt nicht. Okay, okay, okay. Ich bin aber froh. Wir haben es jetzt gepackt. Das reicht mir schon als Wissen. Und von daher kümmern wir uns doch
Warte, kann ich sehen, was noch fehlt? Ne, ich kann nicht sehen, ob Pristoken nicht fehlen. Jetzt habe ich aber auch gerade mal noch zwei. Ja. Ich werde mir eventuell eine Workshop-Map runterladen, wo man sich die teuer kaufen muss. Oder ich muss halt gucken, dass ich... Ja. Die einfach so schaffe, zu kriegen. Durch diese neue Aufgabenverteilung. Okay, jetzt kann ich auch noch mal was zeigen, was ich... Alter, dass ich das jetzt hinkriege, na allein schon. Ich glaube, noch mal nach oben geht nicht, aber egal. So. Und Freikörper. Ach ja. Ahead in Time ist schon ein fantastisches Spiel. So. Jetzt auf der Liege ausruhen. Nein, ich will mich auf der Liege ausruhen. Geht das? Okay. Es ist alles zu kurz. Von der Fläche her. Na gut, egal. Wir hüpfen mal wie so ein Gummiball hier hoch. So. Wie dem auch sei. Ich guck mal ganz kurz nach der Zeit sicher. Ich habe jetzt so viel Zeit vertrödelt. Ich weiß das. Ja, wir haben noch 11 Minuten. Nee, Quatsch. Entschuldigung. 13 Minuten, dann muss ich enden. Deswegen, schnell. Busy, do you, sehe ich etwa nicht beschäftigt somewhere. Aus, Felpe? Spiel woanders. Lass einen alten Captain ruhen. Die Seeruppen können sich für eine Minute um alles kümmern. Lass einen alten Captain... Also, hoppla. Hoffentlich haben sie mittlerweile gelernt, das Steuerrad in Ruhe zu lassen. Huch. Alter, ruckelfest hoch 10, weil ich, ja, raustappen musste. Ihr wisst das, ja. Ich muss das einfach machen. Es ist eine Verpflichtung. Nein, ich muss halt zusehen, dass ich mir mal einen zweiten Bildschirm anschließe bei Möglichkeit. Weil es nahezu einfach nur noch nervig ist. So, ich glaube, hier muss ich rein. Weil er sagt was von Lenkrad. Oh, nicht gut, nicht gut. Einfach nicht richtig, was ich hier mache. Was? Gib mir das Mikro. Wer ist da am Steuerrad? Keine Ahnung. Wie allein schon die Robben und der ganze Stab. Und auch die Pizzakartons. Ich höre dich. Wir steuern direkt auf den Eisberg. Zu allen Mann an Deck. Hoppla. Ey, ich muss sagen, ich habe mit allem gerechnet, dass wir irgendwie, keine Ahnung, das Schiff zum Umkippen bringen oder sonst was, aber nicht, dass wir direkt einen Eisberg anschauen. Sind wir hier auf der Titanic oder was? Oh, ich krieg mich nicht mehr zusammen. Übrigens, es kann angehen, dass eventuell Paladins ausfällt. Kleine Vorwarnung. Ich weiß halt nicht, wie es morgen läuft. Morgen ist halt wieder so ein busy Tag. Ich bin gerade hier am Donnerstag am Aufnehmen, also, was heißt morgen, hä? Ich nehme hier schon wieder für die nächste Woche auf. Was ist richtig wie. Also, es kann sein, dass Borderlands ausgefallen ist. Falls ja, sorry. Und doch, wir haben das Schiff gekippt. Okay, hätten wir jetzt auch den Ristoken holen können, wahrscheinlich. Egal. Oh Gott, jetzt wird das ja noch verwirrender. Weil jetzt ist ja nicht nur oben und unten, sondern jetzt ist links, rechts, rechts, links und oben, unten und links. Und ja, ihr wisst schon, was ich meine. Won't take more than a few minutes for all this to hit the seafloor, I think. Well, you might want to get to a lifeboat, Puff. That'd be smart. Oh, toll, jetzt ruckelt's gerade. Except in der Sekunde, wie ich nicht gebrauchen kann. Aha, komm. Nein. So, ich hole erstmal den Hintersten zuerst. Den. Ich hab gesagt, den Behindersten. Ich meinte den Allerhintersten. Gott, das wird. Oh shit! Komplett vergessen! Komplett vergessen, Leute! Oh, excuse me more.
Das kam aber halt unerwartet, dass ich hier halt so rutsche. Okay. Stimmt ja, ich muss ja... Oh Gott, ich muss richtig hart umdenken gerade. Autsch! Ich glaube, ich verhau gerade das Level, ne? Oh Gott. Diese Verwirrung durch die Tiefenwahrnehmung, ne? Es ist halt... Okay, können wir jetzt hier irgendwo... Tatsache, da. Drüben. Ja, nee. Rutsch, bitte. Moment, ich hole mir erstmal die zwei Herzen, sonst hau ich wirklich noch eventuell. Eventuell, wenn ich Glück habe und nicht verhaue... Nein, okay. Ich wollte gerade sagen, eventuell und wenn ich nicht verhaue, gehen wir von Bord. Aber nein. Ich darf halt nicht durch eine dünne Tür laufen. Ich muss ja Stromschläge ertragen. Ah, ja komm. Nerven mich nicht ab. Okay. Won't take more than a few minutes for all this to hit the seafloor, I think. Well, you might want to get to a lifeboat, bud. Soll ich mal... sag mal! Sag mal, Lot noch eins. Okay, wieder dasselbe Thema wie eben. Bloß nehme ich diesmal diesen Kollegen hier mit. Hallo. So, und diesmal, denke ich mir mal, wird das hier auch ganz gut gehen. Weil ich dran gedacht habe. So, und ich will nur ein Herz, danke. Weil eventuell brauche ich hier hinten nochmal als Backup ein Herz. Okay, das hat diesmal besser funktioniert. Einfach weil ich die Tiefenwahrnehmung besser wahrgenommen habe. Es ist halt echt einfach nur... Man könnte halt schon wieder von Assi reden. Aber es ist halt nicht. Es ist halt noch alles im grünen Bereich von der erlaubten zugelassenen Menge von harten Fair und was unmöglich. Okay. Ooh, where are we going? Hier durch die Tür gehen wir. Hä? Okay, bin ich da etwa gerade Hallo? Oh Gott, was ist da denn jetzt für eine strange Steuerung gerade? Hallo? Oh. Ja, ich weiß, dass da hinten noch etwas auf mich wartet, aber ich muss gerade erstmal hier drauf klarkommen. Ich habe nämlich richtig hart die richtig Assi-Steuerung. Entschuldigung, wenn ich das sage, aber ist es so. Genau, ich muss irgendwie noch höher kommen. Ich weiß gerade gar nicht ganz, wo ich hin muss. Oh Gott. Ich bin, glaube ich, falsch. Verdammt. Das ist halt wegen dieser Tiefenwahrnehmung, ne? Man verläuft sich halt so schnell dadurch auch. Oder? Oder? Und ich habe doch Glück. Oder? Oder ich habe halt kein Glück. Ich weiß jetzt gerade echt nicht, wo ich hin muss. Okay. Da hinten ist noch ein Risstoken, den hole ich mir auch mal eben einfach aus Prinzip. Aber dann, ja, sonst habe ich auch gerade keine Ahnung, wo es hier weitergeht. Eventuell verhaue ich jetzt das Level, weil ich einfach keine Ahnung habe, wo man längst muss. Könnt ihr schon mal euch drauf einstellen. Ich bezweifle, dass ich die Tür aufkriege, also... Ja, war mir klar. Ach so, ja, echt jetzt? Ja, dann ist ja einfach. Komm, mach ich mir noch schwerer.
Ah! Ich schaff das einfach gerade nicht. Ah, jetzt. Ah, bitte nicht. Oh, bitte. Okay. So, wir haben es jetzt bis hierhin geschafft. Mann! Oh, so Assi-Vögel, ne? Sitzen die einfach echt zack da, wo ich hinhüpfen will. Nein. Kein Bock mehr. Tschüss, ich bin raus. Ich hau ab. Es ist doch nicht... Entschuldigung, es ist gerade Ladebildschirmhänger. Es kann doch nicht die Möglichkeit sein. Wenn ich da halt reingehe, mir die hole und dann da hochhüpfe, dann will ich auch da hochhüpfen. Halt die Schnauze, halt die Schnauze. Ich hab sowas von keinen Bock mehr, ey. Das ist hart. Oh. Es ist halt richtig hart schwer. Vor allem, wo muss ich die Robben retten überhaupt? Die Robben können doch sich selber irgendwie retten, habe ich das Gefühl. Ja, und jetzt... Ja, danke! Prima Spiel! Oh, dieses Ruckeln, ne? Es ist so ein... Hä? Was war das denn jetzt für ein... Egal. Ah, halt. Ich wollte ich mitnehmen. Ich krieg gerade ein zu viel, Leute. Entschuldigung, aber mich triggert das gerade mit den Ruckeln. So. Ich glaube, wenn ich gleich die eine Robbe habe, ich gehe halt einfach jetzt hin zurück und gehe durch den Weg hier. Ganz ehrlich, ich habe nämlich keinen Nerv, noch einmal einen Sonderweg zu laufen. Boah. Obwohl, kann ich... Nee, ich kann gar nicht hier hin zurück sogar. Ich muss diesen ekelhaften Weg gehen. Okay. Ooh, where are we going? Wenn mich das Spiel lassen würde, hier durch die Tür. Alter, ich laufe hier nur gegen irgendeine Kante und schon werde ich geoutscht, auf Deutsch. So. So, die geht auf. Wir kommen hier durch. So, und jetzt schaffen wir das gefälligst. Ich habe die Kamera so weit weg wie möglich fokussiert. Ja, das war noch nicht der Punkt, den ich haben wollte. Ha! So. Nicht klar, kein Wasser. Oh. Okay. Boah! Endlich! Ein Schiff ist durch somit. So, jetzt kommen die nächsten dran. Aber. Das erst im nächsten Part, würde ich sagen. Von daher, hört und sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Mir ist kalt. Ich würde sagen, wir setzen noch die Weihnachtsmütze auf. Und dann danke fürs Zuschauen, danke fürs Dranbleiben. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Saus. Haut rein und ciao.